Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. Fallout New Vegas. Wir können uns Stimpaks kaufen. Das machen wir auch. Wir kaufen uns die volle Zahl der Stimpaks, weil es wird eigentlich nichts Wichtigeres geben hier. Als diese Teile. Wow. Und drauf. Drauf. Und. Danke. Hallo? Kannst du mal sterben? Mensch. So, Wurfmesserspeere. Wir müssen... Ach, zum Brunnen, oder? Nee. Wo müssen wir denn hin? Hoffe, die Stimme kommt nicht zurück. Gemein. Böse. Ja, ja. Oh, Münzen. Aha. Hallo. Hey. Wo ist er hin? Ach, da. Na, wunderbar. 0%. Das ist beinahe viel. So, und weiter. Oh Gott. Ist bewusstlos, hat keinen Kopf mehr. Perfekt. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Residential District. Empfange Signale nahe ihrer Position. Sprengsätze. Achte auf Fallen. Na, wunderbar. Eine Gasbombe. Ah. Toll. Aber wir haben ja jetzt genügend Stimpaks. Wir haben jetzt 20 wieder. Es ist unfassbar. Können wir jetzt noch ein Stimpak kaufen? Oh, wir können jetzt... Zigaretten holen. Was genau das bringt, weiß ich nicht. So. Stufenaufstieg! So, Nahkampfwaffen. Brauchen wir auf jeden Fall. Eigentlich muss ich alles auf Nahkampfwaffen machen. So. Und wir können sogar einen Perk holen. Bright Side of Life. So, was haben wir denn? Die Tageszelle. Sie können so gut schleichen, dass Sie dabei sogar Ihr Pip-Boy-Licht angeschaltet lassen können. Wenn das Pip-Boy-Licht an ist, erhalten Sie einen Schleichbonus, um den Schleichabzug durch Licht auszugleichen. Nur Ewa? Nö. Stabilized Suits. Ja, jetzt sind Repair Skills, dann sind okay. Das ist das hier. Nuka Chemiker. Die Formel zur bestimmten Yucca-Colas. Boah, schmecken schon lecker. Jede lebende Kreatur, die sich töten, hat die 51%ige Wahrscheinlichkeit, die mächtige Heilgegenstände, dünne rote Paste oder Blutwisse als Beute mit sich führen. Okay. Java Investor, Major Chief, eine Meile in deren Schuhen. Einnahme von Nachtbierschadaft gefährdet. Nee. Für jedes verkrüppelte Körperteil verursachen sie 25% zusätzlichen Schaden. Walker Instinct. Computer Genie Spezial. Heavily Trained. Action Boy. Schwerpunktkenner. Sandcrawler Polar. Andere Effekte auf Cat Eye. Nee. Pip-Boy Upgrade. Will announce, wenn sie erst ein Enemy näher wie. Ja, das macht Edie. Läuterer. Sie fügen Zentauren so und so. Nee, brauchen wir auch nicht. Apotheker. Hält die Wirkung doppelt so lange ein. Nein. Tech Wizard. Das ist schon nett, aber ich brauche eigentlich irgendwas mit Nahkampf haben.
You can turn goo and ash into the same type of ammo that left your foe this way. Unglücksfee. Okay, today could be the day. From time to time you may uncover vast treasures in the most unexpected of places. Und zurückbleiben. Die haben eine Schrotflintentechnik entdeckt, die es ihnen ermöglicht, Feinde zurückzustoßen. Dear friend, sense of emergency. Your life has been full of fear until you turned to the booth. With this perk you reach also. Outsmarting bullets. You may not... no time to think. You reload your heavy weapons 65% schneller. Nerdwood, Nachtmensch, mysteriöser Fremder ist natürlich immer gut. Kampf den Mächtigen. Civilized Bravery. Stammesweise, ihre Körper dann wieder Schnorrer, Schnölzin, Scherge. One Like Wind, Pokerface. Hose auf der Weide. Furious Flank, hier kann ich dir jetzt direkt 20% Damage. Bottle Wash, you're a true scavenger of the wasteland. With this perk, you find more Coca-Cola. Shells for Shelly, you loot more shotgun shells. Nee, Schatzsucher. We're Revolver Man. Flinten Chirurg, Field Eigenbauer. Sie kennen sich mit der Ladebank aus und werfen keine brauchbaren Reste weg. Bei Schusswaffen können sie öfter nach Einzelteile wiederverwenden. Bleimagen, sie nehmen beim Verzehr von verstrahlten Lebensmitteln 50% weniger Strahlung auf. Where are my pants? You woke up with bags of money and caps in the middle of nowhere without your pants. Das wäre halt schon lustig, aber brauchen wir nicht. Wir haben über 100.000. Check Junkie, Sunny and Smiling. One and Gun, Prospector. Leichtes Reisegepäck. Kind das Wet, Kannibale, Insektenforscher. Was ist ein Unarmed or Melee Attack? Ja. Heller Kopf, eingefletschter Junge, Drink to Last, Destiny Gambler. Also ne, das haben wir doch schon wildes. Was? Your journey is full of surprises. Let the days of destiny decide your fate. At least those bullets hitting your body are rarely critical. Bonsai? For small fruit growing. Fruit appears in your inventory from time to time. Schrottmunition. Okay, dann mache ich Swing for the Fence, ne? Oder? Oder sollte ich vielleicht was anderes nehmen und gucken, was man bei Nahkampf machen kann? Hier, sie verursacht 25% der Schaden, wenn sie mit einem Revolver, einer Repetierwaffe, einem Dynamit, einem Messer oder einer Handachse verwenden. Alle Nahkampfwaffen außer geworfene und waffenlose Angriffe haben eine Chance, sie niederzuschlagen. Waffen nur 70 mit durchdringender Schlag ignorieren ihre waffenlosen Angriffe und Nahkampfwaffen auch geworfene 15% der Schadenswelle. Ich glaube nicht, dass ich so weit komme. Deswegen mache ich erstmal das eine da. Wo ist es denn? Swing for the Fence. Da. Perfekt. So, gehen wir doch mal weiter. Ja. Oh. Der ist nur ohnmächtig. Aha. Wow. Gewehrfalle. Okay. Was haben wir denn da bekommen für Waffen?
Ich weiß es nicht. Ich kann... Ach du Kacke. Nicht gut, nicht gut. Okay, okay, okay. Nein, ich kann das nicht mehr aktivieren. Okay, dann muss ich halt weg. Eieiei. Mag's hier nicht. Will zurück. Zurück zum Stützpunkt. Oder zur Kirche. Vermisse die Kirche. Naja. Ich muss mehr auf Fallen echt achten. Fressen. Da oben ist ein Freund. Stolperdraht. Was hat er denn da für eine Falle? Aha. Ein Granatenbunkett. Ich habe nicht 30 Sprengstoff. Echt nicht? Oh Gott. So. Wo ist er denn? Geisterfallensteller. Bärenfallenfaust. So. Ich kann also das nicht entschärfen und die drei Granaten nicht mitnehmen. Die sind wahrscheinlich direkt an den Ringen befestigt, ne? Na, dann ist es vielleicht wirklich ein bisschen komplizierter. Okay, ich glaube, wir müssen da durch, oder? Na toll. Kein Ding. Was Schlechtes gefressen. Schmeckt wie verbrannt. Dicker. Ach du Scheiße, der wollte das Ding da hochjagen. Na, unfassbar. Sensormodul. Hier ist echt alles voll mit Waffen. Mit Fallen. Okay, schön, dass dir exakt... Oh. Mag's hier nicht. Will zurück. Zurück zum Stück. Na toll. Was ist, ich sag's noch gerade, ne? Hier ist alles voll mit Fallen. Wieder so ein Granatenbunkett. Klammer. Okay. Munition. Munition, Hohlspitz. Mag's hier nicht. Will zurück. Zurück zum Stützpunkt. Eine Druckplatte, die können wir jetzt schärfen. Zur Kirche. Vermische die Kirche. Was auch immer da ist. Aha. Na. Ich nutze mal Wetz dafür, ne? Boom drauf. Boom drauf. Boom drauf. Oh, ist bewusstlos. Bärenfallen Faust. Okay, weitermachen. Okay. Da ist ein Freund und wir brauchen da vorher ein Stimpack. Der da scheint immerhin sehr ehrlich zu sein. Oder sehr dumm. Mhm. Interessant, wie komme ich da rein? Warum ist da oben immer einer? Ich hätte das Radiosignal nie als endlos. Ja, hättest du nicht. Live senden sollen. Geisterblick. Bauch knurrt. Oh ja. Okay, das ist keine Falle. Aha, hallo.
Setzen Sie sich doch. Hat jetzt kein Handgelenk als auf mir. Sollten Sie Ihren Füßen erst mal eine Pause gesehen werden. Natürlich. Nehmen Sie Platz und dann unterhalten wir uns. Na toll. Wenn er unbedingt will, dass wir uns Platz, Platz nehmen, dann ist das schon nicht gut. Okay, ich nehme die stärkste Waffe in der Hand, die ich habe. Oh, was hat denn der dabei? Nichts. Nehmen Sie Platz und dann unterhalten wir uns. Na. Das Sierra Madre, ein echtes Schmuckstück. Hat er Sie hierher eingeladen? Vielleicht haben Sie Ihre Stimme auch nicht per Funk gehört. Sind einfach nur verwirrt hier aufgewacht, wie wir anderen. Wenigstens atmen Sie noch. Übrigens sollten Sie nicht plötzlich aufstehen oder sich schnell bewegen, ganz egal, wie unbequem der Stuhl ist. Das Kissen ist nur Zierde. Wie bitte? Hoffentlich explodiert das Ding nur in eine Richtung, sonst bringen Sie uns noch beide um. Klingt so, als ob Sie sich mit Heimwerken auskennen. Da ist Ihre Mutti bestimmt mächtig stolz. Aber wenn Sie ohne meine Erlaubnis aufstehen, dann blase ich Ihren Arsch so hoch in die Luft, dass der Mond rot wie ein Cherry Pie wird. Also machen wir es kurz und schmerzlos und bringen das Gespräch ohne Missverständnisse hinter uns. Ich hebe meine Fragen bis zum Schluss auf. Fahren Sie fort. Und genau das hat mir gefehlt. Ein begeistertes Publikum. Ich mag zwar in der Unterhaltungsbranche sein, aber das macht mich noch lange nicht zu einem Deppen. Wenn ich höre, dass mein Schlips anfängt zu piepen, weiß ich, was das heißt. Ich bin Teil dieser Sache. Ich will meinen Vertrag auflösen. Und wenn Sie mich da reinstecken, freut mich das gar nicht. Also, falls Sie Teil der Sache sind, die hier vor sich geht, dann habe ich ja das Sagen. Sie glauben, Sie hätten einen Verhandlungsvorteil? Wovon reden Sie da? Unsere Halsbänder. Diese Kettchen sind miteinander verbunden. Sterbe ich, sterben Sie auch. Eine interessante Klausel. Da haben Sie aber einen wirklich miesen Vertrag. Wir beide haben den. Jetzt, wo ich Sie getroffen habe, fängt es an, Sinn zu machen. Okay. Sieht aus, als ob ich doch noch den Bund fürs Leben schließen müsste. Ich lausche, Kumpel. Was kommt als nächstes, wenn wir jetzt, bis dass der Tod uns scheidet, sind? Treffen wir uns beim Brunnen, dann werden wir erfahren, was der nächste Schritt ist. Viele Möglichkeiten habe ich wohl nicht. Der Brunnen, was? Hoffen wir, dass das Hologramm noch funktioniert und die Batterie noch Saft hat. Ich folge Ihnen, aber allein gehe ich sicher nicht. Bin zwar kein Feigling oder so, aber in dieser Stadt läuft man lieber nicht ohne Eskorte herum. Ich meine es ernst. Wenn uns ein Einheimischer erwischt, dann kommen wir nicht zurück. Und ich würde Sie gerne im Auge behalten. Ich glaube, Sie schaffen es auch ohne mich dorthin. Und jetzt los. Moment mal. Ich gehe doch nicht alleine da raus. Ich weiß, was da draußen ist. Deshalb habe ich auch Minen, Schrotflinten und Sprengfallen auf dem Weg zu meinem kleinen Boudoir ausgelegt. Also entweder gehen wir zusammen oder gar nicht. Mein Blackjack teile ich mal auf. Aber in dieser Stadt sollte man das nicht. Glauben Sie mir. Na gut, hoch mit Ihnen, folgen Sie mir. Okay. Aber Sie haben schon Gesellschaft. Also sage ich Ihnen was. Wir treffen uns am Brunnen. Wir müssen nicht den langen Weg zurücknehmen. Hier gibt es eine Abkürzung. Es geht er doch alleine. Aber ich helfe Ihnen dabei durchzukommen. Wenn Sie nicht schon das Schloss am Tor aufgebrochen haben. Immer Doc anschreien. Da ist die Wolke. Doc hungrig. Kann nicht aufhören. Brauche immer mehr. Wow. Oh Gott. Ich frag einfach nicht. Ich glaube, er ist rechts gelaufen. Oh Gottes Willen. Und da, weiter. Einfach nicht stören lassen. Da ist der Brunnen. Und ich will das. Was ist Ihre Geschichte, Schönheit? Nachdem wir alles geschafft haben, bis zur nächsten Folge und tschüss.